So, herzlich willkommen zum Tagesrückblick auf dem Telegram-Kanal Echtes. Alles Gute Essen außer Industrie mit mir, der Silvia. Und damit wir richtig starten können, teile ich mal den Bildschirm. Und da finden wir dann auch schon zurück. So, muss ich nur hier wieder zurück. So. Ja, auf den Tagesstart und den Tag habe ich ja so ein bisschen unter das Motto Löwenzahn gestellt. Weil der Löwenzahn jetzt gerade in der Blüte steht, das erste Mal in diesem Jahr, das wird uns natürlich jetzt noch den Sommer über begleiten. Und der Löwenzahn ist für mich sehr symbolisch für die Mythen, die wir in der Ernährung haben, die uns beigebracht wurden, einfach weitererzählt wurden, unreflektiert. Und vielleicht bist du auch so ein Opfer, dass man dir erzählt hat, bloß nicht die Löwenzahnmilch trinken. Ja, das gibt Bauchschmerzen und ganz ungesund und giftig und alles Mögliche. Und ich habe sehr früh schon Menschen getroffen, die gesagt haben, das ist alles Bullshit. Natürlich kann man die trinken, man soll sie ja nicht literweise trinken, die mir das vorgemacht haben und jedes Mal saß ich da und dachte, und habe mich nicht so richtig wohl gefühlt dabei. Und das war ein Deprogramming von mehreren Jahren, was das Thema Löwenzahn anging. Aber wie bei allen Dingen, das erste Entprogrammieren ist der harte Tobak, dauert lang, ist schwierig. Ja, und wenn du da einmal durch bist, dann hinterfragst du natürlich auch andere Dinge, vor allem auch in der Ernährung. Ja, und insofern hatten wir heute auf dem Kanal erstmal von Buschfunkistan ein nettes Video über die Kräfte des Löwenzahns, vor allem ja auch seine Bitterstoffe in den Blättern, aber auch eben, wie gesagt, die Löwenzahnmilch und auch der Löwenzahnkopf. Wir können ja alles essen, auch die Löwenzahnwurzel, die wird ja beispielsweise für Landkaffee verwendet, also kleingeschnitten, getrocknet, geröstet und dann zermahlen, aufgegossen. Und ist dann ein Bestandteil von einem klassischen Landkaffee. Ja, Standortmerkmale und so weiter und die Geschichte des Löwenzahns oder des Verzehrs von Löwenzahn. All das im Video von Buschfunkistan und knappe, ich glaube, 26 Minuten. Also sehr kompakt. Ja, wir gingen dann weiter mit einem Rezept für Löwenzahnhonig oder Wonig, also veganer Honig quasi. Ein neues Kunstwort, denn man kann natürlich veganen Honig auch aus anderen Pflanzen herstellen und es geht relativ einfach, wenn wir da uns ein bisschen an das Rezept halten. Und das Ganze eben von der Andrea Sokol, die hat auch einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal. Und dann ging es weiter mit zwei Varianten für Löwenzahnwein. Und wenn du den jetzt aufsetzt, dann ist er genau richtig zu Midsommer. Und ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe, aber bei mir prickelt der wie so ein leichter Prosecco. Ich fülle den ab in 3 Liter Bügelglasflaschen, wo dann der Verschluss, den öffne ich dann alle paar Tage, damit das gebildete Gas dann natürlich entweichen kann und mir nicht die Flasche oder die Flaschen dann eben zersprengen. Ja, und dann am Ende bleibt eine sehr prickelige Flüssigkeit, ein eben auch mit einem leichten Alkoholgehalt. Und ich verfahre meistens nach der Variante 2, also 100 Gramm Löwenzahnblüten auf 2 Liter Wasser mit eben Zitrone, Orange, Zucker
und etwas Weinhefe oder Reinzuchthefe. Wenn du die nicht hast, ich habe das auch schon mit ganz normaler frischer Hefe gemacht, das funktioniert auch. Ne? Die Weinhefe ist ja von den Kulturen her ein bisschen anders, aber es funktioniert. Ja, demzufolge kleiner Überblick über die Weinhefesorten und wo man sie vielleicht auch beziehen kann, wenn man denn dann auch auf die Profi-Weinhefe zurückgreifen möchte. Ja, und dann hatten wir ein interessantes Rezept. Ich selbst habe es noch nicht probiert, werde es jetzt mal in diesem Jahr ausprobieren, nämlich Löwenzahn zu fermentieren. Und da kann man ja alles Oberirdische nutzen, das heißt die Blüten, die Stängel und auch die Blätter. Und es wird dann eben ja kurz fermentiert und dann hat man im Prinzip ja nach 18 Stunden Fermentation seine Grundlage für den Tee. Und das Ganze wird dann noch getrocknet oder gedörrt und dann ist es auch sehr, sehr lange haltbar. Und es ist natürlich ein Tee, der Galle und Leber vor allem anregt, aufgrund seiner Bitterstoffe und damit natürlich auch den Entgiftungsvorgang im Körper, den natürlichen anfeuert, die Fettverbrennung und ähnliches. Und generell haben wir ja ohnehin zu wenig Bitterstoffe, weil viele Gemüsesorten einfach ja nicht so bitter gezüchtet wurden, also die Bitterstoffe rausgezüchtet wurden in den letzten Jahrzehnten. Und insofern ja eine gesunde Alternative, die jetzt gerade leicht zu machen ist, vor allem auch rein aus Löwenzahnblüten, denn der steht jetzt, ich denke, deutschlandweit überall in der Blüte. Ja, beim Willkommensposting um 17.17 Uhr gab es mal wieder Huhn Heidi zu sehen. Die weiß immer, wo echtes Essen ist und ja, sie ist vor allem beim Kompost ganz scharf auf die Engerlinge, lässt aber dann diese Nashornkäfer, ich glaube, die heißen dann Nashornkäfer, die lässt sie in Ruhe, also die Engerlinge, die Larven, die dicken, fetten Wurmlarven, die sind eine absolute Delikatesse fürs Huhn und auch für einige andere Tiere. Wenn du kompostierst und ja den Kompost umsetzt, dann setzt so eine ein Engerling wieder in den Kompost, der so halb verrottet ist, in einen Teil, den du jetzt nicht abgräbst, so dass er dann sich auch entwickeln kann und eben natürlich schlüpfen kann als Käfer und dann seine 6 Wochen Lebenszeit hat er dann ungefähr da auch vollends genießen kann und nicht vorher schon auf der Strecke bleibt. Ja, es gab dann noch einen Aufreger des Tages und ich habe heute mal wieder ausgegraben das Thema Mikroplastik. Der Mikroplastik überwindet die Blut-Hirn-Schranke und ist dann nicht ganz so einfach abzubauen. Und vor allem wirkt es natürlich da dann auch auf das Gehirn, auf die Denkleistung, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit und so weiter und so fort. Und dabei übersehen wir ganz häufig, wo Mikroplastik überall drin ist, in zahlreichen Dingen, vor allem diese Fließstoffe, die ja gerade im Sportbereich sehr in sind, nicht nur eben im berühmten Meer und damit auch in dem Meersalz. Ja, das ist für mich ein Grund, warum ich seit Jahren kein Meersalz mehr nutze, weil einfach immer wieder Mikroplastik in einzelnen Proben nachgewiesen wird. Und ja, es ist ja fliegt ja quasi auch in der Luft rum. Also insofern ist man eigentlich nirgendwo vor, ja, gar nicht mehr davor geschützt. Man kann halt nur noch schauen, dass man möglichst wenig Plastik selbst nutzt. Und wenn dann eben Hanfplastik oder eben gleich auf Glas, Holz, Stahl und so weiter zurückgreift, zum Beispiel bei der Aufbewahrung von irgendwelchen Dingen in der Küche. Ja, fast zum Abschluss noch den Wolf-Dieter Stoll mit einem kleinen Auszug aus einem Vortrag.
wo er sich dem Löwenzahn eben als Alleskönner unter den Heilpflanzen widmet und immer sehr unterhaltsam und sehr aufschlussreich dort auch die ganzen Vorträge sich anzuschauen. Du findest hier auf dem Kanal, gib einfach Wolf-Dieter Storl ein im Suchfeld, einiges an Vorträgen, die hier auch gespiegelt sind, also in Telegram direkt abrufbar und verfügbar sind. Ja, und zum Schluss, wer kennt sie nicht, die Melodie? Ich kenne sie zumindest aus Kindheitstagen, nämlich von Peter Lustig und der schönen Serie Löwenzahn. Also eine wunderbare Erinnerung. Und als ich das rausgesucht habe, dieses Video und die Musik, da habe ich das erste Mal seit Jahrzehnten bewusst das Intro gesehen und habe mir gedacht, das ist sehr, sehr sinnbildlich. Denn auf dieser Straße sprießen ja diese ganzen Löwenzähne raus. Und in der Tat ist das so eine, wie nennt man das? Ja, eine Pflanze, die quasi zuallererst kommt, wenn, ich sag mal, Bauschutt irgendwo ist oder ähnliches. Der Löwenzahn, der schafft es sich überall anzusiedeln und er durchbricht wirklich auch Beton. Ja, und vielleicht machen wir damit auch wieder die Welt ein wenig grüner und lassen einfach den Löwenzahn in Zukunft ja ein bisschen vor sich hinsprießen und bekämpfen ihn nicht, wenn er im eigenen Garten auftaucht. Ja, das war's im Prinzip mit dem Tagesrückblick hier auf Echtes. Und da gehen wir erstmal wieder zurück. Ja, ich mache vielleicht gleich noch eine Umfrage, wie dir der Thementag gefallen hat. Und die lasse ich dann bis morgen oder übermorgen Abend stehen. Für diejenigen, die eben auch erst im Laufe des morgigen Tages die Posts schauen. Es ist ja nicht jeder permanent online, das ist auch gut so. Wir hatten heute hier fast 20 Grad und weitestgehend Sonnenschein. Gegen Nachmittag setzte dann ganz leichter Nieselregen ein. Also insofern war ich auch den ganzen Tag im Garten und habe da ordentlich gewühlt. Ja, ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. Die Silvia von Echtes.